Hallöchen zusammen, recht herzlich willkommen zu Zombies Serie 1, 20 Figuren zum Sammeln. Natürlich nur, wenn du dich traust und hier, schnüff und heul, die letzte Figur zu Serie 1. Gewollt oder Zufall, ein Killer-Clown, das letzte. Tja, was für eine Scheiße hält er da in seiner Hand? Eigentlich würde ich sagen, sein Gehirn, aber das guckt hier oben raus. Wie auch immer, hat er eigentlich auch einen Namen. Was haben wir hier? Chuckles. Wie treffend, okay. Na, dann lasst uns den ganz schnell auspacken. Und sein Geheimnis erkunden. Okay. Ah ja, das sieht eher aus wie ein Törtchen mit Kirsche. Kurz überm Verfallsdatum. Auf jeden Fall mega coole Figur. Wie alle aus dieser Serie, wie ich finde. Also ich habe echt meinen Spaß mit den Figuren. Finde sie klasse gemacht. Wobei dieser Clown hier ein bisschen zu wenig Farben hat. Sieht aus wie komplett grün. Eine roten Latzhose mit Bömmels, rote Nase und dunkelgrüne Haare. Das Hirn leuchtet rosa. Das Hütchen hat man gelb bemalt. Da hätte ich vielleicht eine andere Farbe genommen, damit es ein bisschen deutlicher rauskommt. So, hier noch kurz der Vergleich zur Zeichnung, zum Bild. Kann man es ein bisschen sehen? Auf jeden Fall auch wieder sehr nett umgesetzt. Wobei Chuckles hier auf der Zeichnung fast noch ein bisschen zombie-mäßiger rüberkommt. Aber egal, auf jeden Fall eine super Figur. Ja, sein Geheimnis, denke ich mal, nicht allzu schwer zu erkennen. Ich denke mal, wir haben hier entweder einen Hüpfball oder einen Radiergummi. Ja, ist ein Radiergummi, das Ding hier sitzt fest. Sieht auch klasse aus, oder? Chuckles mit Hirn ganz frisch heute im Angebot. Schaut's euch an. Schön die Outline, der Eyeliner um die toten Augen rum. Kleine Pupillen, typischer Unterbiss. Zähnchen gucken nach oben, gefällt mir sehr gut. Dann diese, ja, Blumenkohlartige Haartracht. Finde ich auch klasse. Sehr schön auch dieses zerfetzte Hemd, was allerdings nicht ganz so zur Geltung kommt, weil man hier nicht das Grün von der Haut zieht. Ne? Also das hat man nicht extra bemalt. Hier ebenso wenig. Zumindest kommt es ganz, ganz schwach rüber. Der Arm geht wieder bis zum Boden. Der typische Comic-Charakter. Also auch klassisch gemacht. Und dann hier dieser Plumps auf der Hand. Sehr schön, sehr schön. Gefällt mir richtig, richtig gut. Tolle Figur. Sieht auch so klasse aus. So, das Ding hier gleich wieder draufsetzen. Ist das richtig rum? Ja, sieht gut aus. Okay, also ein Radiergummi. Und was haben wir hier für eine Größe? Komm hier auf circa 7 cm. Knapp 7 cm. Und wie schon ein paar Mal angekündigt, werde ich natürlich alle Charaktere, alle Zombies aus der Serie 1, die 20 Stück, nochmal im Extra-Video 360 Grad zeigen auf der Drehscheibe. Alle Charaktere noch einmal, denn ich glaube, jeder, der Zombies mag, wird die Serie hier lieben. Definitiv, mit oder ohne Gimmick. Das ist für mich eigentlich gar nicht mal so wichtig. Auf jeden Fall sehr, sehr schön gemachte, toll gestaltete Charaktere und zudem auch noch recht abwechslungsreich. So, in den nächsten Videos möchte ich auch versuchen, noch die Serie 2 zu zeigen. Die habe ich nämlich auch noch komplett da, mit komplett neuen anderen Charakteren, die diesen hier in nix nachstehen. Bevor ich die aber zeige, zeige ich euch noch etwas, was es zu dieser ersten Serie auch noch gab. Nämlich, Achtung, nämlich diesen hammermäßigen Friedhof. Genauer gesagt, Zombies Gruesome Graveyard Playset. Absoluter Hammer. Also ein richtig kleiner Friedhof mit Särgen, mit Grabsteinen, ja, mit einer Grundplatte, wo wir die Figuren alle draufstellen können und natürlich auch einem Zaun. Grafisch vom Design her megamäßig passend zu den ganzen Figuren. Und in diesem Set finden wir zusätzlich Gehirne, wir finden einen zusätzlichen Zombie. Also kein neuen Zombie, sondern irgendein Zombie aus der Serie. Auf jeden Fall eine super nett gestaltete Geschichte. Und die macht die Serie 1 eigentlich richtig rund, denn wenn man das hier mit den Figuren zusammen in der Vitrine stehen hat,
sieht es schon echt klasse aus. Ja, ich habe es noch nicht ausgepackt. Das Ding hier ist noch original verkorkst. Und das möchte ich auch versuchen, in einem der nächsten Videos hier auszupacken und zu zeigen. Bevor ich, wie schon gesagt, mit der zweiten Serie hier anfange. Was es sonst noch alles zur Zombie-Serie gibt oder gab, kann ich euch gar nicht so richtig sagen. Denn die Serie ist eigentlich bei Erscheinen komplett an mir vorbeigegangen. Ich habe die Figuren irgendwann mal herabgesetzt, in diversen Läden gefunden. Und wurde dadurch eigentlich erst richtig drauf aufmerksam. Falls irgendjemand euch was dazu weiß, dann schreibt es mir bitte gerne in die Kommentare. Denn wie ihr wisst, ich habe so Geschichten immer gerne vollständig. Und das hier gehört natürlich ganz klar mit zur ersten Serie. Okay, ich freue mich drauf. Falls ihr die Serie ebenfalls sammelt oder habt, Glückwunsch dazu und viel Spaß weiterhin beim Sammeln, beim Angucken. Und vielleicht sehen wir uns auch wieder in einem anderen Video. Nochmal danke fürs Zuschauen. Ich sag ciao, tschüsschen, bis dann. Euer Zombie, Rupi. Obwohl, ist gleiche. Ab einem gewissen Alter sehen wir doch alle gleich aus, oder? In diesem Sinne.